Jedes Jahr am Osterfest hören wir im Gottesdienst einen Text, der zum festen Bestandteil geworden ist. Und zwar aus dem Alten Testament, Buch Exodus, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten durch das Rote Meer in die Freiheit. Ein langer Weg, ein schwieriger Weg. Und wenn ich das so höre, dann denke ich heute an die vielen Menschen, die heute auf einem Exodus sind, die heute auf der Migration sind. Und das ist beileibe kein Spaziergang. Über 100 Millionen Menschen weltweit auf allen Kontinenten. Diese Menschen haben unsere Achtung verdient, unsere Aufmerksamkeit als Christen. Remigration und abweisende, menschenverachtende Schlagworte verbieten sich hier von selbst, jedenfalls aus christlichem Geist. Wir sollten Wege bereiten, Wege ins Leben. Das ist der Geist von Ostern, den wünsche ich Ihnen. Für Ihr Leben möglichst viel Zuversicht, möglichst viel Hoffnung, eben Leben in Fülle. Aber nicht nur für Sie, sondern teilen Sie es mit vielen anderen, erst recht mit denen, die in unser Land kommen. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Ostern Ihnen allen.